Albedo. Figurenhintergrund 1. Albedo hat eine sehr wichtige Aufgabe innerhalb des Ordens, des Ritterordens. Er tritt aber nicht oft in der Öffentlichkeit auf. Dennoch hat er nicht das seltsame und exzentrische Temperament, das man von Gelehrten sonst gewohnt ist. Tatsächlich ist er in all seinen Handlungen relativ ernsthaft. Er ist jedoch der Überzeugung, dass es mehr Energie erfordert, Beziehungen aufrechtzuerhalten, die auf übermäßigem Enthusiasmus beruhen. Folglich bedeutet das Äquivalent der Freundschaft mit Albedo, ein gewisses Maß an Distanz zu bewahren. Ob er sich bei seiner Arbeit einschließt oder auf Reisen geht, Material sammelt, niemand in Mondstadt weiß, wie und wo er zu finden ist. Das macht ihn jedoch nicht zu einer kaltherzigen Person. Er ist ernst und gesammelt, wenn er seinen Assistenten Thomas und Sucrus Anweisungen gibt. Er freut sich daran, seine Zeichnung an die Bewohner Mondstadt zu verschenken. Dennoch kann er nicht anders, als enttäuscht darüber zu sein, dass Lisa trotz all ihrer großen Talente beschlossen hat, nicht mehr als eine Bibliothekarin zu bleiben.